So. Abend, Leute, willkommen zurück. Ich probiere es gerade eben mal mit Black Ops. Ich weiß nicht warum. Es ist eine schlechte Idee und das weiß ich auch. Oh, kann ich den Charakter jetzt benutzen? Zero meldet sich zum Dienst. Okay, das ist dieser neue Charakter anscheinend. Gut, ich habe gerade schon eine Testrunde gespielt. Lief nicht sonderlich erfolgreich, muss ich sagen. Weswegen ich jetzt meine Arme, meine Hände auf den Tisch und nicht unter den Tisch heb. Oh, die Affen sind neu, die sind mir nie aufgefallen. So, jedenfalls, was ich sagen will, ich bin kein guter COD-Spieler, Leute. Den einzigen Modus, den ich bis jetzt auch gespielt hatte, war der Plünder-Modus da, wo man diese Geldsäcke holen muss, bla bla bla. Weil das fand ich eigentlich besser. Fand ich so eigentlich ganz gut, eine gute Idee. Aber naja. Hab mit dem Spiel aufgehört gehabt, beziehungsweise mein Bruder hat sich's ausgeliehen und dann habe ich's mir nicht mehr zurückgeholt, bla bla bla. War mir in dem Moment auch egal. Aber gut, nach einer Weile dachte ich mir jetzt mal, ich spiel's mal wieder. Vielleicht nehme ich's mal auf. Vielleicht kann ich das Spiel ja irgendwie so ein bisschen überzeugend spielen. Krieg vielleicht irgendwie ein bisschen was hin. Das denke ich jetzt eigentlich jetzt nicht so wirklich. Von mir selbst aus gesagt. Aber naja, es kann ja noch Überraschungen geben. Es kann ja noch überraschend werden. Oh Mist, jetzt habe ich den Spawn gesplittet, oder? So. Also wie schon erwähnt, ihr braucht jetzt hier eigentlich nicht viel erwarten von mir. Ich mache keine Nukes, ich mache keine sonderlich hohen Streaks und so weiter. Mache ich halt nichts. Aber ich tue mein Bestes, Leute. Ich tue mein Bestes, hier irgendwie was, ein bisschen was zu erspielen, dass es nicht ganz so langweilig wird. Feinde haben mehrere Drohnen eingesetzt. Also ich habe auch noch gar keinen richtigen Blick dafür, wie die Gegner jetzt spawnen, wo ich jetzt am besten hingehe, bla bla bla. Habe ich alles nicht. Kenne ich mich auch nicht aus. Was habe ich denn da eigentlich? Ich weiß nicht, ich schmeiß einfach mal. Achtung, feindlicher Taktik-Einstiegsmarker ist aktiv. Ich traue mich jetzt schon wieder hier nicht weg, Leute. Dir. Seht ihr, und jetzt traue ich mich schon wieder nicht raus. Ich habe ein, zwei Kills gemacht und jetzt hänge ich schon wieder hier fest. Es ist halt einfach fast so ziemlich in jedem Spiel das gleiche. Ich will auf keinen Fall sterben. Was sehr dumm ist, muss ich sagen. Weil in dem Spiel ist Sterben ja ein totaler Nonsens. Mama. Feindliche Drohne kreist. So. Dann hätten wir. Sensorpfeil unterwegs. Okay, der kann nicht klettern, der Dude. Okay, das muss ich mir merken, dass sie nicht klettern können. Gefällt mir gar nicht hier. Absolut gar nicht. Ich bin da mal weg hier. Das ist nicht die Umgebung, in der ich wirklich sein will gerade. Hier will ich sowas von nicht sein, Leute. Ich will hier so. Ich will hier weg. Wir haben die Kontrolle verloren.
Ah, hier war gerade noch einer. Disruptor wird eingesetzt. Oh ne, Hunde. Wir haben die Kontrolle übernommen. Komm. Ah, da ist einer am Fenster, dann gehe ich mal weg. Der hat ziemlich wahrscheinlich einen Sniper oder so. Okay, bei der Spezialistin, glaube ich, ist es so wie beim Blackjack in BO3, wenn ich das richtig gesehen habe im Gameplay von der letzten Runde. Hellstorm wartet auf Einsatz. Zero wurde lokalisiert. Okay. Ah, verdammt, da hat er mich gewascht. Okay, das ist blöd. Schade. Das war eigentlich gerade gar nicht so bad. Jetzt werde ich damit wahrscheinlich gar nichts treffen. Oh, ich habe tatsächlich was getroffen. Das ist unerwartet jetzt. Das lief ja jetzt ein bisschen unerwartet, dass ich tatsächlich mal was damit getroffen habe. Achtung, feindlicher Taktik-Einstiegsmarker ist aktiv. Das hätten wir. Da ist noch einer. Ach komm. Was war denn das? Was habe ich denn da in der Hand? Was ist das? Was habe ich jetzt gemacht? Ich dachte, ich bin doch der Charakter von der vorherigen Runde, deswegen bin ich so reingesprungen. Okay, das war natürlich jetzt nicht so ganz so smart von mir. Wäre ich mal lieber zu Smart Mobile gewechselt, Leute. Da wäre ich auf der sicheren Seite gewesen. Ich komme nicht auf diese. What the fuck? Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Yay! Wie auch immer ich gerade überlebt habe, hat gut funktioniert. Ich dachte mir so, warum schießen die nicht? Hä? Aber war das meine Connection gerade oder was war das? Ich habe keine Ahnung, was das gerade war, muss ich ehrlich sagen. In der vorherigen Runde war das auch schon. Also muss es ja eigentlich an mir liegen. Ich check mal, ob der Stecker richtig drin ist. Der Stecker war auf jeden Fall locker. Mann! Mist! Jetzt muss ich mir wieder einen dummen Namen für meine Party ausdenken. Mann ey! Okay, wie wär's mit... Wo ich... Ah ja, da ist es ja schon. Perfekt. Ich hoffe, ich habe jetzt überhaupt EP bekommen. Also ich hoffe, ich habe jetzt EP bekommen. Das wäre jetzt schon irgendwie traurig, wenn ich das jetzt nicht bekommen hätte. Aber irgendwie glaube ich, ich habe es nicht bekommen. Was mich jetzt schon ein bisschen ehrt. Hätte ich mal lieber ein bisschen gewartet, was? Stufensprung abgeschlossen. Aktualisierung in 17 Stunden. Okay, was auch immer. Ich, keine Ahnung, um was es geht. Ja, das ist ja sehr schnuckelig. Ich bleibe irgendwie, glaube ich, lieber bei meinem Fisch. Ich mag meinen Fisch. Ist ein schöner Fisch. Tja, hätte ich mal lieber einen Timer gestellt. Ich versuche einfach noch eine Runde. Absolut Zero. Operation Absolut Zero. Spezial. Was ist Spezial? Was ist hier mit Richtofen? Speziallieferung. Richtofen. Erhält 6 inklusive Richtofen. Okay.
kaufen wir mal. Ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich gerade kaufe, Leute. Ich mach's jetzt einfach mal. Kaufen Sie Speziallieferungen, steigen Sie Stufen um. Bonus enthält 5 Tags und einen Richtofen. Achso, okay. Ich habe jetzt echtes Geld ausgegeben. Also, echtes Geld. Das wurde mir ja geschenkt, weil ich den Season Pass ja mitgekauft hatte. Also, ich habe jetzt im Prinzip echtes Geld dafür ausgegeben, damit mir das Spiel jetzt sagt, du musst jetzt erstmal noch was machen dafür. Finde ich gut, solange es nicht zeitbeschränkt ist. Also, solange das nicht zeitbeschränkt ist, ist es gut. Aber ansonsten ist es Rotz. Sonst ist es Rotz. Also, ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so, wie ich denke. Reaktive Tarnung. D-Day. Episch. Wir wollen den Rotz. Sieht ja nicht mal gut aus. Sieht aus wie raufgewichst und raufgerotzt. Und das war's. Okay. Ich finde es ehrlich gesagt nicht cool, dass jetzt überall dieses bescheuerte Fortnite-System drin ist. Bin ich nicht so der Fan von. Auch wenn ich zugeben muss, dass es schon... Jetzt beim zweiten Blick hat's schon was. Aber es nervt mich, dass das alles zeitbeschränkt ist. Skorpionkönigin. Okay. Ich mag dieses zeitbeschränkte Zeug nicht. Das Spiel sagt mir halt dann, yo, du hast nicht so viel Zeit. Du musst das jetzt machen, sonst ist es weg. Das mag ich nicht. Ich will nicht, dass ein Spiel mich dazu zwingt, mich an was zu binden. Das mochte ich bei Fallout jetzt auch nicht. Also ich meine... 20 Euro für einen fucking Weihnachtsmann? Ernsthaft, Fallout? Euer scheiß Ernst für einen Weihnachtsmann-Skin? Und einen ausgestopften Reh? Warum? 20 Euro. Und dann das nächste Pack wieder 20 Euro. Und dann sagt ihr, yo, ihr habt noch 7 Tage Zeit, also viel Spaß damit. Ich habe keinen Bock, innerhalb von einem Monat 40 Euro nur für einen Ingame-Shop auszugeben. Das kann ich mir auch gar nicht leisten, wenn ich jeden Monat da irgendwie 40 raushau. Bin ja froh, dass ich jetzt überhaupt noch das machen kann, alles. Was ich jetzt kann. Wird sich vielleicht ändern, wenn ich bis Januar keine Arbeit finde. Dann habe ich natürlich verkackt. Aber bis dahin habe ich ja noch Zeit. Und ich weiß, was ihr denkt. Ich sollte jetzt nicht hier sitzen zu Weihnachten, beziehungsweise ist es genau genommen schon nach Weihnachten. Aber gut. Na gut, ihr wisst, mir taugt es gar nicht, wenn das hier so gemacht ist, dass man wirklich da oft spielen muss. Das war auch der Grund, warum ich auch noch kein Fortnite weitergespielt habe. Also ich war nie, also ich mag es halt nicht, wenn etwas übertrieben gehypt wird. Das taugt mir nicht. Das taugt mir einfach nicht. Aber Fortnite an sich ist jetzt gar nicht so schlimm. Ich mag nur den Hype nicht. Also Fortnite so könnte ich wahrscheinlich schon zocken. Jetzt auch nicht zu übertrieben, aber ich könnte es zocken. Ich mag es halt nicht, wenn etwas übertrieben gehypt wird. Zum dritten Mal. Was haben wir da? Ups, sorry, hab nur kurz Kollegen geantwortet. So, jedenfalls ist nach Weihnachten und so gerade. Wo war ich? Ah ja, ich mag das nicht. Also, ja, man hat ja einigermaßen Zeit, so eine Season geht ja schon eine Weile. Aber ich zock halt wirklich sehr wenig. Das Ding ist, ich zock halt, bin eher so ein Zocker, der mit Freunden zusammen zockt. Und wenn Freunde nicht zocken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in so ein Spiel... wie Black Ops oder Fortnite reingucken, nicht so hoch, weil ich habe alleine einfach keinen Spaß, Leute. Ich finde den Spaß in dem Spiel einfach nicht. Ja gut, jetzt hatte ich eine ganz schöne Runde, das war ja ganz gut, 7er KD, bin zweimal gestorben, einmal weil ich kassiert habe und einmal weil ich dumm bin. Ne, eigentlich dreimal, aber ich wurde ja nicht getötet, ne? Ja, ihr versteht schon, was ich meine. Ich brauche es nicht 10.000 Mal wiederholen. Aber hey, fuck it, ich würde sagen, das Video ist hier an der Stelle vorbei. Jetzt haben wir die restliche Zeit dann doch eher benutzt, um ein bisschen zu plappern noch. Ich habe keine Ahnung, bei wie vielen Minuten wir sind.
Im nächsten Video mache ich es besser, da stelle ich mir wieder einen Timer. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich das Video wahrscheinlich verwerfen werde, heulen werde und dann mir denke, nee, Black Ops ist nichts für mich, das nehme ich jetzt nicht auf. Aber tatsächlich hat die Runde gerade Spaß gemacht. Und wenn mein Broccolino, aka Little Tiger, nicht so ein Arsch wäre, könnte ich vielleicht mit dem auch spielen, aber der ist, naja, ein Arsch. Wie er halt ist hier. Ja, das war's dann eigentlich auch. Ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gefallen. Also, kein Profi-Gameplay zu erwarten. Das war jetzt wahrscheinlich einfach nur ein glücklicher Zufall mal wieder. Ich kann mit diesem Controller einfach nicht umgehen. Also, tut mir leid, ich kann damit nicht umgehen. Ich kann besser damit umgehen als mit dem ganz Standard-Controller, weil Tiger hat mir den hier drauf gemacht, vor Ewigkeiten schon. Hat mir das ganze Ding sogar repariert, da waren Katzenhaare und alles drin. Bin ich sehr dankbar. Wirklich sehr dankbar, dass er das gemacht hat. Ich erwarte dann, dass ich ihn selbst zusammenbaue. Und ich habe hier einen Fehler gemacht. Das ist jetzt total locker. Und manchmal schieße ich aus Versehen. Deswegen ich meinen Finger meistens hier drunter ab. Ist in Black Ops jetzt nicht die geilste Idee, den Finger dauernd hier drunter zu haben. Obwohl, hier schieße ich ja gar nicht mit R2, ne? Schon wieder total vergessen. Egal, Leute. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar, ein Like da. Schreibt mir ruhig in die Videos, was ihr über mein Video so denkt. Was ihr bemerkt habt, vielleicht kann ich ja was besser machen oder vielleicht mache ich irgendwas ja komplett scheiße oder ihr wollt einfach irgendwas Bestimmtes loswerden über mich. Keine Ahnung. Ist mir jetzt bis jetzt egal. Also, man sieht sich. Tschüssi. Tschüssi. Ich grolle nicht und wenn das hilft.